Privet Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme. Heute spielen wir wieder Green Hill. Es ist schon eine lange Zeit her, dass ich gespielt habe. Ich habe auch schon ein bisschen reingestartet. Aber keine Sorge, ich habe nicht viel verpasst. Ich bin gerade noch ein bisschen lost. Also richtig lost. Was ich hier eigentlich tue. Sagen wir es mal so. Ich habe mir nämlich nicht wirklich einen Plan ausgedacht, was wir jetzt machen werden. Ich würde mal sagen, haben wir Steine mit dabei? Ich denke nicht. Nein. Keine Steine. So ein Steinring ums Feuer könnten wir zwar machen. Und draußen diese großen Stöcke, diese langen Stöcke, die wir haben, könnten wir auch mal so ein Ständer bauen. Hier für die. Ich habe eine Schildkröte habe ich erlegt. Da haben wir jetzt so ein erweitertes Ding. Für Wasser und solche Sachen. Ich würde mir gerne einfach eigentlich mal. Da müssen wir nochmal eine Hütte drauf bauen, denke ich. Einen Rahmen. Und auf diesen Rahmen können wir dann ein Dach platzieren. So, die Folge heute wird aber ein bisschen kürzer, aber ich muss dann noch wohin. Das bedeutet, wir werden uns jetzt mal umsehen, wo es hier ein paar Bäume gibt. Okay. Darf nicht vergessen, es sind auch Raubtiere noch eingeschaltet, also Tiger, Jaguar und solche könnten uns auch über den Weg laufen. Sehr gut. Fällt schon mal in die richtige Richtung. Und 2 von 4 Hammer. Uno, dos. Irgendwo haben wir irgendwas. Klimm. Hier. Yeah. Weg mit dem Ding. Noch einer? Ein zweiter. Gut. Ray? Ah, ja. So, die Stöcke könnte ich eigentlich auch mitnehmen. Ich habe gar nicht mehr so viele. Hier einer. Das nehmen wir mit. Und jetzt nehmen wir die langen. Die letzten. Ich möchte ja gar nicht ganz nach unten gehen. Ich brauche ja noch ein paar Bäume. Ich werfe die mal hier hin. Mal sehen, irgendwo glaube ich werden wir noch einen finden hier. Der genügt mir schon. Jetzt. Er fällt auch relativ in die schöne Richtung. Dann tragen wir die Holzstämme hier noch runter. Die kleine Höhle da, ne? Das ist unser Zuhause. Es wird richtig mühsam, uns da unten so einen kleinen Unterschlupf zu bauen. Weil wir alles immer reintragen müssen. Aber dafür, wenn das mal fertig ist, glaube ich, wird das richtig Bombe aussehen. Also, ich glaube, das wird schon, das kann schon was, wenn wir hier fertig sind. So, wo ist jetzt der? Wir sind gerade noch ein paar Stücke. In die Richtung gefallen, ne? Wo sind denn die? Bin ich dumm? Bin ich blöd? Bin ich verblödet? Da bin ich verblödet. Hier waren gerade noch so viele Stücke von dem Baum. Hä? Ich glaube, ich bin entweder einfach blind oder blöd. Gut. Anscheinend hatten wir nie einen Baum gefällt.
Ist jetzt aber nicht das Problem, wir haben unsere vier Stöcke hier. Die Dinger haben wir auch. 3 und 4. Die Bänder. Dann haben wir hier den oberen Stock schon mal fertig. Und jetzt können wir uns überlegen, ob wir Bananen oder. Nehmen wir normale Busch- oder Bananenblätter. Ich würde sagen normale Buschblätter. Ich habe schon ein paar gesehen. Die werden wir da einfach verbauen. So. Hier waren welche. 2, 3, 4. Wie viel kann man nehmen? 6 oder. Ich glaube 6. Ja, das passt schon, ist schon nicht schlecht. Dann haben wir unseren kleinen Turm dort noch da draußen mal fertig. Das wäre sicher nicht schlecht, wenn das mal durch wäre. Fleisch brauchen wir wieder mal. Essen wir. Gürtelfleisch, sehr gut. Und jetzt glaube ich, habe ich auch keine Angst, dass hier irgendein Tier ist. Weil wir waren hier schon. Aber das wird. Das ist verbrannt. Ne? Nicht. Nicht einmal. Gut ist. So, das nehmen wir noch mit. Dann bauen wir draußen den Turm fertig und dann würde ich sagen. Das hätte ich jetzt eigentlich gleich drin machen können. Egal. Macht nichts. Wir werden schon noch dazu kommen. Nix. Okay, das geht sich nicht aus. Wir werden nichts überlassen. Wird alles verbaut, wird alles. Gut. So. Nehmen wir noch genug Blätter. 6 waren es. 6, ja. Eins, zwei, drei, vier. Wie viel brauchen wir eigentlich noch? Eins, zwei, drei, vier. Nice. Okay. Dach ist fertig. Erstmal speichern hier. Hier. So, das haben wir gebaut, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns mal um. Ich bräuchte Steine. Die können wir noch tragen. Ein bisschen was. Das gilt. Das gilt. Jetzt holen wir noch Steine. Und dann würde ich die Folge sogar schon wieder beenden. Ich würde dann drinnen, wenn wir dann als nächstes den Steinkreis würden wir dann angehen. Beim Feuer. Wird es da schon ein bisschen gemütlicher drin. Dann kann man glaube ich schon erkennen, dass das mal eine kleine gemütliche Wohnhöhle oder so sein wird. Sein soll. Eine Maus. Ich suche Steine. Hat jemand Steine für mich? Also ist hier zu oder wie? Also hier ist in dem Gelände quasi. Oder kommst du nicht weit? Hier noch? Und hier geht's runter. Wohin geht's da? Irgendwo zu einem Fluss. Wollen wir das? Nee. Ich brauche eigentlich nur Steine, aber irgendwie finde ich hier gerade keine Steine.
Meistens so, dass man genau das, was man sucht, nicht findet. Hier Pilze, die können wir essen. Die geben uns ein bisschen Energy. Das weiß ich noch. Mal sehen, ob hier oben irgendwas ist. Stöcke, liegen noch so viele Stöcke von uns. Was ist hier hinten so hell in dem. Was soll das sein? Glitch. Steintechnisch schaut es aber ziemlich arm aus hier, ne? Na gut. Die sind wild. Die kann man essen. Die halten, glaube ich, nicht lange, aber die töten Parasiten und so auch ab. Ich glaube, ich habe mir jetzt ein bisschen zu wenige mitgenommen, dass ich das wirklich ausprobieren kann. Aber irgendwann wird sich schon ausgehen. So. Gut, wenn wir keine Dinge, wenn wir keine Steine finden, dann würde ich sagen. Schauen wir, was hier sonst noch so gibt. Eine Lehmdusche, Schlingenfalle, Holzscheite, Setzkasten. So ein Stockhalter wäre sicher nicht schlecht. Und die Frage ist, wo will ich denn hin? Er sollte nicht zu weit vom Lager weg sein, aber. Schwierig. Ich muss mal da müssen wir uns ein bisschen weg. Da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Ich mache jetzt einfach noch ganz kurz hier eine kleine Tour. Tilde Tours oder Tomato Tours oder da. Balkon. Der ist, glaube ich, sogar neu. Den gab es früher noch nicht. Ein Balkon. Aber den brauchen wir nicht. Balkon brauchen wir nicht. Ich möchte eher ein Geländer bauen. Sowas. Einmal hier. Brauchen wir ein paar Stöcke. Lange Stöcke. Schwupp. Da haben wir ein paar mit. Und die. Von denen haben wir auch noch. Eigentlich genug in der Nähe rumliegen. Wir müssen halt ein bisschen spazieren gehen, aber wir haben genug. Wir haben wirklich genug hier in der Gegend. Hier haben wir noch ein, zwei, drei. Wie viel gehen? Fünf, glaube ich, von denen. Den glaube ich gegen 5. 3. 4. Ja, 5. Die nehmen wir jetzt gleich mal mit. Die tragen wir noch einen Runden. Darum ist es schon nicht schlecht, wenn wir hier so einen Stockständer hätten eigentlich. 1, 2, so. Kleine Wand ist fertig. Bestimmt gut für die Stöcke, wenn die so im Wasser liegen. Dann bauen wir hier noch eine Wand hin. Und wir bauen hier auch noch eine Wand hin. Ich gehe jetzt gleich noch Stöcke sammeln. Das mit dem Matsch können wir jetzt nicht machen, mit dem Lehm. Leider Gottes. Aber
Das machen wir fast nie. Das machen wir einfach das nächste Mal. Vielleicht finden wir, haben wir dann auch ein bisschen mehr Glück mit den Steinen. Jetzt sieht es hier wirklich mager aus. Jetzt suche ich mir noch das Holz hier zusammen. Lass mir zumindest das Geländer hier noch fertig bauen. Hier haben sich ja auch noch Stöcke. Eins. Einer fehlt mir noch. Einer fehlt mir noch. Den suche ich mir auch noch irgendwo her. Okay, hat mich nicht umgebracht. Cool. Haben wir hier keine Stöcke mehr? Der will mich aber so ein bisschen. Verarschen will er mich schon. Jetzt fällt mir genau noch ein. Hier. Die Kleinen können wir auch noch auffüllen. Sammeln. Bin ich aber gar. Ne, ich bin noch richtig. Ich bin noch richtig. Ich dachte gerade, ich bin ganz woanders. Nüsse. Fünf? Wir brauchen sechs. Ich habe jetzt noch drei und ich brauche vier, ne? Ja. So, das geht's nicht. Irgendwo muss doch dieser lange Stock liegen. Wir haben hier einen Baum gefällt. Der kann nicht einfach verschwunden sein. Hier haben wir den Baum gefällt. Wutz. Und so ist er gefallen. Müssten hier die Stöcke liegen. Aber das tun sie nicht. Das wird mir zu blöd, ich weiß einfach noch einen Baum um. Okay. Der möchte nicht. Aber der. So, den holen wir uns noch. Den da unten holen wir uns noch, dann klatschen wir das Geländer noch rauf. Und dann beende ich die Folge mit der Fertigstellung des Turmes. Also fertig ist er noch nicht ganz. Wir brauchen dann noch hier Lehm rein. Und was weiß ich. Aber das ist einfach mal so der Ausguck. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein bisschen eine ruhigere Folge jetzt. Beim Turmbauen. Aber gehört auch dazu, sag ich mal. Wir müssen ein bisschen weiterkommen. Und da bauen wir uns Stück für Stück ran. So. Also, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Adios.